So, moin moin zusammen. Ich mache mal ein Video, habe ich mir gedacht. Ich mache das mal hier kurz größer, warum ihr das hier seht. Ja, werdet ihr dann erfahren. Ich mache das hier mal größer, rück mich mal in die Mitte. So, ich habe vor Folgendes. Und zwar, wie ihr mitbekommen habt, die Leute, die meinen Kanal regelmäßig anschauen, ihr bekommt sie auch immer in den, Entschuldigung, wenn ich hin und wieder mal husten muss, die Nachwirkungen von Corona sind immer noch da. aber darum soll es jetzt nicht gehen. Und zwar, ich befasse mich ja jetzt schon eine ganze Weile mit Funk, insbesondere CB-Funk. CB-Funk, also 10 Meter, 11 Meter Band. Dann, was ich auch noch interessant finde, ist Freenet. Also 2,70 Meter Band und PMR 446. Und unweigerlich, wenn man sich auf YouTube Funkvideos anschaut, unweigerlich passiert es irgendwann, dass man zu gewissen Themen weitergeleitet wird. Und so bin ich auch auf ein Thema gestoßen, und zwar nennt sich das Thema Bürgernotfunk. Es wird ja immer viel geredet und gemacht und getan und was passieren kann, was ist in der Krisensituation, was ist, wenn der Strom ausfällt, was ist, wenn irgendwelche Katastrophen sind, was ist, wenn sonst irgendein Szenario eintritt. Was, wenn irgendein Szenario eintritt. So, jetzt haben wir es. Kann ja vieles sein. Was weiß ich, Stromausfall, über Stunden, über Tage, im schlimmsten Fall über Wochen. Ihr habt kein Internet, ihr habt kein Telefon, es funktioniert praktisch nichts mehr. So. Oder was ist im allerschlimmsten Fall? Ne? Das Worst-Case-Szenario ist natürlich, es bricht ein Krieg aus. Die gesellschaftliche Ordnung bricht komplett zusammen. Hoffen wir mal, dass das Szenario nie eintritt, aber man weiß es ja nie. Ne? Also ich will nichts schwarz malen oder so, bitte nicht falsch verstehen. Ich will da auch auf keinen Zug aufspringen. Gibt ja viele, die das Thema sensibilisieren auf YouTube. Und ich finde es halt einfach interessant, ne, dass man in einer gewissen Situation einfach eine Möglichkeit hat, sich zu verständigen. Das heißt nicht irgendwelche Gespräche mit jemandem in Bayern oder in Österreich oder in der Schweiz oder im Ausland irgendwo zu führen, sondern einfach, ja, dass man innerhalb der Familie, erstmal im ganz kleinen Kreis gedacht, dass man erstmal innerhalb der Familie jemanden hat, der zum Beispiel irgendeinen Walkie-Talkie hat. Einen Moment, ich bin schlecht vorbereitet, wie immer. Musste nur kurz was holen. Ja, dass man im Familienkreis jemanden hat, der einen zum Beispiel ein Walkie-Talkie in die Hand drückt und sagt, hier, schalt mal ein. Gibt es dem vielleicht noch ein Päckchen Batterien dazu? Hier ganz normale, stinknormale Batterien, die du in jedem Laden zu kaufen kriegst, keine speziellen Akkus oder sonst irgendwas. Und sagst hier, wenn was ist, Kanal sowieso, ruf einfach durch und melde dich, dass man in Kontakt bleibt, im kleinen Kreis, wie gesagt. Diese PMR-Geräte, die haben teilweise eine Reichweite von, ja, innerhalb der Stadt. Ja, wenn es gut läuft, 3 Kilometer. Ja, dann läuft das aber schon gut. Ich meine dann, das muss auch nichts Teures sein. Das kann was ganz Einfaches sein. Zum Beispiel hat man in manchen Läden gibt es mal so Angebote oder im Spielwarenladen gibt es sowas teilweise auch, glaube ich. Und meine Frau hatte mal 2 Geräte gekauft bei Action. Das weiß nicht, ob ihr Action kennt, diese Kette. Da gibt es halt alles Mögliche, da gibt es Werkzeuge, da gibt es Malersachen, hier Farben, Pinsel, all so ein Kram. Dann gibt es Reinigungsmittel, dann gibt es, ach keine Ahnung, da gibt es eigentlich so ziemlich alles. Das ist
ja, so ein Sammelsurium von allen möglichen Sachen. Und die haben auch manchmal so Technikecken, wo es zum Beispiel Kopfhörer gibt und ja, WLAN-Kabel und all diesen Kram, ne, so. Und da gibt es zum Beispiel Geräte. Da hat sie zwei Stück mitgebracht, das ist ein Doppelpack gewesen. Das sind so ganz einfache Walkie-Talkies. Da macht man, ja, ist jetzt zugeschraubt. Hier hinten macht man Batterien rein. Ich muss mal gucken, kriege ich das hier auf? Nee, das ist jetzt zugeschraubt. Das will ich jetzt auch nicht aufschrauben. Das schaltet man ein. So. Seht ihr? Ja, kann man jetzt. Ja, man erkennt es nicht. Aber schaltet man hier ein. Ja, jetzt wo das Licht aus, sieht man es. Kanal 1. So, das Ding ist von Silvergear, nennt sich die Firma. Hat sogar noch eine Lampe, eine Taschenlampe dran, falls man in irgendeinem dunklen Keller festsitzt, sag ich mal, ne? Und ja, dann kann man hier. Kann man die Kanäle runter und drauf schalten. Laut und leise machen. Also hier kann man laut und leise machen. Das Piepsen kann man auch abstellen. Also, ja. Und da kann man dann funken damit. Ja, ich mach mal wieder aus, sonst sind die Batterien alle. So. Und davon einfach ein paar Geräte zu Hause zu haben, kann nie verkehrt sein. Ich habe das mit meiner Frau und mit meinem Sohnemann, haben wir das schon mal getestet. Da bin ich hier bei uns nach Netto gegangen. Ich muss dazu sagen, bei so Funkgeschichten, die also wenn ihr in der Stadt unterwegs seid, wo viele Häuserschluchten sind, dann ist natürlich die Reichweite beschränkt. Wenn ihr jetzt einen höheren Standpunkt habt, soll man ja eh, wenn was ist, man soll sowieso immer den höchsten Standpunkt aufsuchen, den man so zur Verfügung hat. Das kann irgendein Hochhaus sein, das kann zum Beispiel, wenn ihr in der Stadt unterwegs seid und seid einkaufen, zum Beispiel bei uns hier Marktkauf, die haben auf dem Dach oben haben die Parkplätze, da kann man sich oben aufs Dach stellen zum Beispiel, oder man kann in irgendeinem Hochhaus, kann man mit dem Fahrstuhl hochfahren, kann gucken, ob man da eventuell aufs Dach hochkommt. Meistens haben ja die ganzen Hochhäuser haben ja meistens Flachdächer. So, aber das ist jetzt ein Ausnahmefall, ne? Jetzt hier zum Beispiel, wir wohnen hier im vierten Stock. So, wie gesagt, meine Frau, mein Sohn und ich, wir haben das getestet. Ich bin hier bei uns nach Netto gelaufen. Das sind Luftlinie circa 1,5 Kilometer ungefähr. Sowas die Dreh. Und das hat gut funktioniert. Und meine Frau war hier zu Hause mit meinem Sohn. Und ich bin bei Netto gewesen im Freien und die waren hier im geschlossenen Raum, ne? Und es waren trotzdem gut zu verstehen. Klar, je weiter man sich entfernt, desto höher wird halt das Grundrauschen, aber man versteht zumindest noch was. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Das sind diese PMR 446. Da kann man nichts dran ändern, dann kann man keine Antenne abschrauben oder sonst irgendwas. Kann das wechseln gegen irgendeine andere. Aber das muss man auch nicht, ne? Man will ja keine großen Weiten überbrücken. Ich will ja nicht wie mit dem CB-Funkgerät 10 Kilometer weiter oder 15. Oder wenn ich Glück habe, kriege ich ein DX-Gespräch zustande, sprich eine Weitverbindung ins Ausland oder so bei günstigen Wetterbedingungen. Sorry, musste mal was trinken. Und darum geht es eigentlich, dass man Geräte zu Hause hat. Die man in bestimmten Situationen eben nutzen kann. Und das nennt sich Notfunk. Bürgernotfunk. Und da habe ich einen YouTuber gefunden. Ich hatte ihn angeschrieben, ob ich seinen Kanal ein bisschen bewerben kann. Und habe zwar bis jetzt noch keine Antwort bekommen, aber ich denke mal, das ja, wird ihm ganz recht sein. Ich mache das jetzt einfach mal. Falls du das Video hier siehst, dann kannst gerne in die Kommentare reinschreiben, hier, pass auf, ich möchte das nicht, dass du meinen Kanal hier bewirbst und nimm das bitte wieder runter, dann mache ich das natürlich.
Aber ich bin jetzt einfach mal so frech und bewerbe einfach mal deinen Kanal. Kann ja nie schaden, ne? Also finde ich immer wichtig, dass man auch mal, wenn man schon ein Video macht über sowas, dass man gewisse Kanäle auch mal bewirbt. Gut, und da habe ich mir nämlich jetzt hier für Bildschirmaufnahme, genau, da mache ich mich jetzt mal etwas kleiner und mach mal den Browser auf. Und zwar als erstes gibt es auf YouTube, gebt ihr einfach mal oben in der Suche ein Bürgernotfunk und da findet ihr einen YouTuber, der nennt sich Deutschlandfunkt. Der betreibt eine Initiative zum Thema Bürgernotfunk. Ist da auch relativ, also er ist da sehr gut, wie sagt man, sehr gut in dem Thema drinne. Da könnt ihr euch bessere Infos holen als bei mir. Ich befasse mich noch nicht so lange mit dem Thema. Er macht sehr viele interessante Videos. Sieht man hier zum Beispiel die Notfunkbarke oder hier Notfallbox, wie man sich einen Notfallkoffer zusammenstellt, was man da zum Beispiel reinpacken kann. Das ist natürlich individuell, das kann jeder dann packen, wie er möchte, wie er der Meinung ist, dass es sinnvoll ist. Aber da hättet ihr dann schon mal eine kleine, ja, ein Basiswissen, was man da reinmachen kann. Genau, und da befasst er sich halt so mit dem Thema Bürgernotfunk. Und da sieht man hier auch viele Geräte, zum Beispiel PMR-Geräte, sowas, was ich euch hier gezeigt habe. Oder im Bereich Freenet, da hat man dann noch ein bisschen mehr Reichweite. Man kann auch ein CB-Funkgerät dafür nutzen. Hier diese, zum Beispiel dafür sind diese Midland-ALAN-Geräte sind da ganz gut. Diese, ich weiß nicht, die genaue Bezeichnung fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber wie gesagt, man kann alles, was im Jedermannsfunk, also im freien Funkbetrieb, was es an Geräten gibt, kann man für den Bürgernotfunk nutzen. Genau. Und diese sind halt der Vorteil, du hast alles kompakt, du hast halt deine Antenne dran und und. Genau. Und da gibt es eine Website, das ist diese. Da hat man hier oben zum Beispiel Kanal 1 Notruf bei Lebensgefahr PMR 446 bzw. Freenet. Kanal 2 Notfallbarken auf Durchsagen achten. Kanal 3 Notfunk ohne Lebensgefahr. Und Kanal 9 Notruf bei Lebensgefahr CB-Funk. Dann kann man hier draufklicken, Details. So, und da kann man sich das dann alles durchlesen. Das lese ich euch jetzt nicht alles vor, das ist zu viel. Das könnt ihr euch gerne durchlesen. Besucht die Seite mal, besucht vor allem diesen YouTube-Kanal. Deutschland funkt, lasst dem gerne auch ein Abo da, da wird er sich bestimmt freuen. Und ja, wie gesagt, das ist diese Seite. Da kann man dann zum Beispiel hier klicken, Notfallbox. Da geht es halt ja um die Notfallbox, wie man die aufbaut, was man reinpackt und sowas, wie sowas funktioniert und so weiter und so fort. Und dann gibt es eine Karte, in die man sich eintragen kann. Zum Beispiel hat man hier, in welcher Region gibt es den Bürgernotfunk? Kann man hier aufs Plus klicken. Im System Bürgernotfunk gibt es keine räumlichen Grenzen. Je mehr Menschen mitmachen, desto dichter wird das Netzwerk und desto eher bekommt man Hilfe. Natürlich kann man in einer großen Stadt wesentlich mehr Menschen mit einem Funkgerät erreichen, hat aber hier auch kürzere Reichweiten durch die dichte Bebauung. Daher ist es einfach sinnvoll, wenn möglichst viele Menschen in möglichst vielen Regionen der BRD ein Jedermannsfunkgerät besitzen, welches sie im Katastrophenfall benutzen können. Bitte nutzen Sie aktuell die Karte des Landkreises Soest. Hier kann man sich bundesweit als Bürgernotfunkstelle anonym eintragen. Genau, und über diesen Landkreis Soest, die betreiben dieses Bürgernotfunknetzwerk, sage ich es mal so. Genau. Da kann man zum Beispiel sich in die Karte eintragen, kann sich die Karte anzeigen lassen oder eintragen. Das habe ich jetzt schon mal aufgemacht. So, und hier seht ihr eine Karte.
Einer ist hier in England sogar. Und das ist hier Deutschland. Good Old Germany. Oder hier Österreich sind auch einige. Hier Großraum Wien. Dann hier Deutschland. Das meiste ist halt natürlich hier unten. Aktuell 823 Einträge. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber es sind halt auch noch sehr viele freie Stellen. Schön wäre es, wenn hier, wenn man so gescrollt hat, wenn hier alles nur noch rot wäre, wenn man hier nichts mehr erkennen könnte. Das wäre optimal. Und das natürlich weltweit. Aber ja. Und ich habe mich da auch eingetragen. Ihr seht, Schleswig-Holstein. Je dichter man ranzoomt, desto weniger wird es. Genau. Einen hat man hier oben. Genau. Das ist direkt an der Nordsee. Ich habe mich hier auch eingetragen. Genau. Und zwar bin ich hier. Da klicke ich jetzt nicht drauf. Obwohl kann ich auch draufklicken, ist ja auch wurscht. So. Zum Beispiel sieht man dann, kann man eintragen. Wartet, ich zeige euch das anders. Und zwar Karte eintragen. So. Dann gebt ihr hier ein. Über wie viele PMR-Funkgeräte verfügst du? Ja, haben sie einen Tippfehler drin hier. Ich habe dann zum Beispiel eingegeben 2. Hast du Amateurfunkgeräte, die zu PMR, ne, habe ich nicht. Dann kann man entweder ja oder nein machen. Ich in meinem Fall nein, weil ich habe kein Amateurfunk. Dann gibt man hier ein, wo sich deine Bürgernotfunkanlaufstelle, Stadt, Ort, Straße und Hausnummer. Da kann man auch nur echte Adressen eingeben. Da gibt man halt seine Adresse ein. Das wird dann auch anonymisiert. Dann gibt man seinen Namen an, Vorname, Nachname. Steht hier auch, diese Angabe wird nicht in der, also diese Angabe nicht wird in der Karte. Ja gut, haben sie ein bisschen falsch geschrieben. Das wird in der Karte nicht angezeigt. Genau. Hier kann man sonstiges, zum Beispiel Amateurfunkzeichen, E-Mail-Adresse, Hinweis, kann aber auch sein, dass das falsch dargestellt wird, weil ich hier Übersetzung. So. Ich aktualisiere das nochmal. Meine Güte. Ja, jetzt wird es richtig dargestellt. Das war, weil ich hier den Übersetzer drin hatte, genau. Wie gesagt, hier kann man zum Beispiel auswählen, wie viele Geräte man hat. 10 oder mehr als 10. So, ich habe in dem Fall 2. Hier Amateurfunk, nein. Hier gibt man seine Adresse ein, Stadt, Ort, Straße und Hausnummer. Das muss man eingeben, dafür ist es ja da. Vornamen und Name, freiwillige Angabe. Kann man machen, ne? Habe ich auch gemacht. Das wird halt nicht in der Karte veröffentlicht, also andere sehen das nicht, deinen Namen. Genau. Und hier kann man zum Beispiel eingeben, da habe ich dann eingegeben im CB-Funk, wie mein Rufname ist. Also ich habe ja kein Rufzeichen, wie ein Amateurfunker oder so. Oder wie früher die CB-Funkler, die hatten alle Rufzeichen. Ich nenne mich halt Catfish, also wie der Katzenwels im Amerikanischen heißt. Oder Zwergwels heißt da ja bei uns. Die Angler unter euch wissen das. Und in Amerika heißen die halt Catfish. Also Katzenfisch, Katzenwels. Und so habe ich mich halt genannt, weil ich halt schon sehr, sehr viele Katzenwelse gefangen habe. Dachte ich, ja, ist ein ganz lustiger CB-Funkname. Also mein Name ist Catfish, genau. So, und das kann man da eingeben. Und da kann man sich halt in diese Karte eintragen. Genau, und dann kann man gucken, zum Beispiel hier, Elmshorn die Ecke, da ist eine Anzahl PMR-Funkgeräte 1, Amateurfunkgeräte, die Kontakt zu PMR zulassen, nein, Örtlichkeit, so, und das seht ihr, Name ist da nicht zu sehen, da ist nur die Adresse zu sehen, die Straße. So, und da braucht ihr auch keine Angst haben, da wird nicht gleich einer hier vor der Tür stehen. Ja, viele von euch, die meinen Kanal gucken, die wissen ja, woher ich komme. Ja.
Die, die meinen Kanal nicht gucken, die können sich jetzt aussuchen, ob ich entweder hier wohne oder hier oder vielleicht hier. Aber ist ja auch egal, weil in dem Video geht es darum, ich möchte euch halt zeigen, dass ich das sehr wichtig finde, dieses Thema Bürgernotfunk. Und meldet euch da gerne an, wenn ihr das ein oder andere Gerät habt. Kauft euch vielleicht sowas, einfaches Walkie-Talkie. So, man kann das auch als Spielerei nutzen, ne? Man kann sich untereinander, kann man sich verständigen, wenn man eh zusammen mit seiner Frau oder mit seinen Kindern unterwegs ist, was sich macht, einen Spaziergang durch den Wald, kann man immer mal so ein Funkgerät mitnehmen. Die Kinder haben da einen riesen Gaudi dran, ne? Da läuft man halt mal 100 Meter vor oder so und dann kann man halt mal mit seinem Kind reden oder mit seiner Frau oder whatever. Also entweder man nutzt es so als nettes Spielzeug oder eben man nutzt es in ernsten Situationen. Und genau, das wollte ich euch gerne zeigen. Wie gesagt, schaut mal hier rein bei YouTuber Deutschlandfunk. Interessanter Kanal auf jeden Fall. Und ja, schaut mal seine Videos durch, lasst ihm gerne ein Abo da, aktiviert hier oben die Glocke, damit ihr bei ihm nichts verpasst. Genau, und jetzt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache, für die Leute, die meinen Kanal kennen und das Video hier sehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, aktiviert auch bei mir die Glocke, damit ihr von meinem Content nichts verpasst, was ich aktuell neu hochlade. Genau. Also ich bin jetzt ausgestattet, wie gesagt, hier mit zwei solchen PMR-Geräten. Da wird bestimmt auch das ein oder andere noch dazukommen. Freenet werde ich auf jeden Fall noch mit ins Programm aufnehmen. Das wird bei mir irgendwann auch noch Geräte angeschafft, sowohl Handfunkgeräte als auch Mobilgeräte. Da muss ich mal gucken, wie das alles bei mir finanziell hinhaut. Aber ja, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden und nach und nach, ne? Genau, ansonsten habe ich halt wie gesagt mein CB-Funkgerät, die Midland Alan 77, eine 80 Kanäler und ja, auf dem Balkon meine Sirio Boomerang 27A nennt die sich. Das ist ein Viertel-Lambda-Strahler, der über die Bodenwelle geht. Und habe jetzt hier schon ja, das ein oder andere QSO geführt mit jemandem, der hier aus der Ecke auch ja, funkt. Wir hatten heute gesprochen, er wollte das gerne mal testen, dass er mir leihweise mal ein Freenet-Gerät mit Magnetfußantenne mal ausleiht, damit wir das mal testen können, wie das hier funktioniert. Da halte ich natürlich gleich wieder Content. Kann ich natürlich gleich mal ein Testvideo machen. Ja, ansonsten, ja, soll es das für das Video gewesen sein. 23 Minuten ist okay. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr PMR-Geräte oder sonstiges habt, tragt euch auf jeden Fall in diese Karte ein. Wenn da je mehr Leute da sich eintragen, desto eher kann dann halt geholfen werden, ne? Ihr könnt ja selber mal in der Notsituation stecken und dann seid ihr vielleicht froh, wenn jemand ja, euch ein Funkgerät in die Hand drückt und sagt: Hier, komm, kannst du sie behalten oder gibst mir es irgendwann zurück oder so, wenn du es nicht mehr benötigst. Und man kann dann zumindest mit seiner Familie kommunizieren, weil ja, Krisenhilfe heißt ja nicht, dass ich irgendjemandem in Timbuktu helfen muss, ne? Dass ich da runterfliegen muss und muss dem helfen, sondern in kleinen Sachen denken. Das kann immer mal was im kleinen Umfeld, lokal kann immer was passieren hier, keine Ahnung, ne? Gerade jetzt sind wieder Sturmböen draußen. Was weiß ich, ein Baum kracht irgendwie bei euch rein oder so oder sonst irgendwas. Ihr seid verletzt oder ihr seid unterwegs und brecht euch ein Bein, dann könnt ihr funken. Und genau, also wie gesagt,
Für Krisensituationen ist sowas nicht verkehrt. Gut, bevor ich mich jetzt total verquatsche, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß, ich habe es schon mal gesagt, aber trotzdem, besinnliches Weihnachtsfest, besinnliche Weihnachtstage, bleibt gesund, macht keinen Blödsinn, seid mir artig, bleibt mir treu. Und ja, ich sag dann mal, bye bye.